Hallo, liebe Aktienfreunde. Weiter geht's mit meinem eigenen Depot, dem Cashflow-Depot. Ausnahmsweise jetzt mal nicht das Starter-Depot, sondern mein eigenes. Wobei, ich habe ja jetzt auch ein Starter-Depot und bin stolzer Besitzer zweier Sparpläne schon, aber dazu in einem anderen Video. Jetzt also das Cashflow-Depot. Der Juni ist vorbei. Wir haben den 2. Juli. Und nachdem der Mai dem einen Spruch alle Ehre getan hat, Sally May and go away. Dann ging das jetzt weiter. But remember, Dubai in June oder Juni. Im Juni haben wir super Börsenkurse gehabt. Wir haben, ich habe es aufgeschrieben, den S&P auf Allzeithoch ungefähr 8% zugelegt, der Nasdaq sogar zweistellig plus 11%. Und der DAX, der hat noch ungefähr 7% bis zum Allzeithoch. Aber der ist auch mal um 6,3% gestiegen. Insofern, wenig überraschend, hat auch mein Depot zugelegt und wir sehen jetzt gleich, wie viel. Und zwar unrealisiert 4,6%. Naja, müssen wir auch die 1,8% dazu zählen, realisierte Kursgewinne. Dann kämen wir immerhin schon mal auf 6,37%. Und wenn wir es wollen, dann können wir auch noch die Kursverluste durch den stärkeren Euro, der hat nämlich zugelegt im Juni gegenüber dem Dollar, dazu zählen. Und wir könnten dann theoretisch auch noch den Cashflow dazu zählen. Es gab nämlich Optionsprämien von 1.900 Euro. Und das habe ich mal alles gemacht. Und daher wäre ich dann auf 8,65% gekommen. Und ohne die Wechselkurse wären es 7,2%. Also dann ein bisschen besser oder knapp den S&P 500. Entspricht also irgendwie mehr oder weniger dem, was der Markt so hergegeben hat. Ich habe ja nicht nur amerikanische Werte, sondern auch europäische Werte im Depot. Sehen wir dann gleich nochmal im Detail, wie das hoch und runter ging. Ja, also wir haben hier realisierte Kursgewinne, das ist Starbucks, die wurden mir weggecallt. Damit muss ich leben, damit kann ich leben und das habe ich ja auch schon beschlossen gehabt, als ich hier veroptioniert hatte. Habe ich jetzt insgesamt ja eben diesen Kursgewinn eingefahren. Nichtsdestotrotz, aus heutiger Sicht, oder wenn ich es verkauft hätte zum Zeitpunkt der Ausübung, hätte ich noch ein bisschen mehr gemacht, nämlich 1.500 mehr rund. Allerdings hätte ich noch keine Optionsprämien bekommen, sehen wir jetzt auch im Detail etwas später. Optionsprämien, wie gesagt, hier 1.900 Euro. Dividenden gab es für mich keine, ich armer. Aber ja, damit muss man halt leben. Und wie gesagt, der Dollar hat verloren im Juni. Da ich auch viele US-Aktien im Depot habe, hat es da auch schon ganz schön was ausgemacht. 3.200 Euro. Aber jo, wir trauen dem Ganzen ja nicht hinterher. Mal geht's runter, mal geht's rauf. Gucken wir uns mal hier die einzelnen Positionen an. Schauen wir mal Gewinner, Verlierer. Wir haben hier auch ein paar Verlierer. Church and White. Die sind bisher ja eigentlich wirklich super gelaufen. Nachher gucken wir uns auch mal mein Depot an. Das heißt, die G&V komplett. Dann werden wir auch sehen, dass Church and White gut zugelegt hat. Novozymes hat verloren, Unilever hat verloren und Lever hat ja auch einen starken Lauf gehabt jetzt in den letzten Monaten. Insbesondere für einen Nahrungsmittelkonzern. Klasse Dividendenwert. Und Starbucks, wie gesagt, habe ich verkauft, 200 Stück. Das sind dann 4.000 Euro bei rumgekommen, plus eben nochmal 500 Euro gute Optionsprämie. Und hier sehen wir mal den Verlust durch Ausübung. Das heißt im Prinzip entgangener Gewinn, wenn man so will. Ja, Wirecard, da hat es dann nochmal gereicht für 800 Euro für Optionierung. Das heißt, da habe ich nochmal, boah, das ist schon so lange her, ich glaube, Short Puts verkauft. Und dann habe ich die ausüben lassen. Ich weiß es schon nicht mehr, ist schon so lange her. Auf jeden Fall sind 800 Euro übrig geblieben. Könnten wir uns dann auch im Detail angucken. Und hier schon die ganzen Gewinner. Microsoft, SAP. Microsoft ja jetzt auch im Starterdepot drin, hat ja gegen SAP gewonnen in unserer Abstimmung, denn war der erste Sparplan ist. Microsoft ist ja jetzt auch schon ausgeführt worden. Ja, Tencent dazu gelegt, Alibaba, der große Verlierer im Mai, das ist der große Gewinner im Juni. Ich hatte ja, bin ja hier auch ausgeübt worden, hatte ja fast 5.000 Euro Buchverlustgang gehabt bei der Einbuchung. Und davon sind schon mal 3.000 Euro weg, sind es noch 2.000 Euro und die sind jetzt Stand 2. Juli innerhalb von einem Tag nach dem Handelsabschluss oder nachdem der Handelskonflikt nicht beigelegt worden ist, sondern nachdem man sich da versöhnlich gegeben hat, sind die Aktien nochmal emporgeschossen. Jetzt sind es, ich weiß gar nicht mehr genau, noch 1.500 oder 1.000 Buchverlust noch. Und ich habe auch schon wieder Covered Calls draufgeschrieben. Und ja, die anderen Aktien hier
haben auch gewonnen, unter anderem 3M. Was wir übrigens ja auch sehen hier, diese Spalte, das sind dann die Währungsverluste. Und da sieht man eben, dass wir hier oder dass ich hier Gegenwind gehabt habe durch den schwächeren Dollar. Das sind schon Beträge, die sich bemerkbar machen. Es waren dann hier die 1,4% und insgesamt hat der US-Dollar ja mehr verloren, so 1,6, 1,7% im Juni. Aber das ist alles nicht tragisch, da geht es mal rauf, da geht es mal runter, da stecken wir nicht drin und das nimmt man einfach zur Kenntnis. Dann sieht man hier, dass ich bei den Optionen nicht sehr fleißig gewesen bin. Ich habe nur drei Optionen verkauft. Einmal Facebook, einmal Wirecard, die konnte ich dann auch mit Gewinn schließen und Starbucks, wie gesagt, wurde mir weggecallt. Ich habe noch ein bisschen mehr mit Optionen gemacht, aber eben nicht in diesem Depot hier. Gucken wir uns mal das Depot an, wie es insgesamt so läuft bei mir momentan. Und das wäre das hier, echt Portfolio Cashflow. Auch hier sehen wir eben den Marktwert insgesamt. Bin ich jetzt wieder recht liquide, das heißt, wenn die Märkte mal wieder einbrechen sollten, falls sie mir die Freude machen, dann würde ich dann auch mal wieder die eine oder andere Aktie direkt einkaufen. Wir sehen hier den Kursgewinn auf dem aktuellen Bestand, 40%, 41% oder hier in Euro ausgedrückt, wären das dann 65.000 Euro. Wir sehen, dass wir kumulierten Dividenden gekriegt haben von immerhin schon 26.000 Euro und dass die Dividendenrendite, die persönliche Dividendenrendite eigentlich relativ niedrig ist mit 1,5%, also zum Einstieg, also die aktuelle Dividendenrendite, Entschuldigung, mit 1,5%, aber persönliche Dividendenrendite liegt da ein bisschen höher. Wenn man die Aktien kauft und dann kauft man Aktien mit langfristig steigenden Gewinnen und Dividenden, dann geht natürlich, damit steigt natürlich die persönliche Dividendenrendite auch an. Und man sieht ja auch hier, dass die Dividendensteigerungsraten mit jetzt hier auf die letzten 5 Jahre immerhin noch 10%, ja, doch ganz ordentlich sind. Dann haben wir hier die realisierten Positionen und da ist mehr grün als rot. Das heißt, wenn ich was verkauft habe, dann habe ich öfter mal Gewinn realisiert als Verluste realisiert. Das sieht man dann auch hier, wenn man mal sortiert. Es gibt ein paar Aktien, mit denen habe ich Verluste gemacht und mehrere Aktien, mit denen habe ich Gewinne gemacht. Da sind ja auch noch Aktien drin aus quasi Altbestand, aus Voraktienfinderzeiten, könnte man so sagen. Das bezieht sich insbesondere auf noch Kraft Heinz, die mir in Split von Altria quasi ins Depot gebucht worden sind. BP ist auch noch alt. Die habe ich mir vor, wie hieß die Ölplattform im Golf von Mexiko? Deepwater, glaube ich. Naja, kurz davor, bevor das passiert ist, hatte ich mir die ins Depot gelegt und habe ich dann auch mit Verlusten verkauft. BASF ist auch, und Mondelez, das sind ja auch noch Altbestände quasi gewesen. Und mittlerweile habe ich jetzt, hier sieht man übrigens nochmal Starbucks mit einem 4.000 Euro Gewinn. Mittlerweile habe ich jetzt nur noch, fast nur noch Aktienfinder, Aktien hier im Depot. Emerson ist auch noch eine alte Aktie. Man sieht aber, dass man trotzdem ab und so hier, also ja, kein Glück hat. Das betrifft vor allem auch Fuchs Petrolub und Fresenius zu. Die haben bei Media Rote Laterne mit doch relativ deutlichen Verlusten mit 25%. Auch CVS habe ich mit Verlusten und Alibaba habe ich ja schon drüber gesprochen. Mittlerweile noch 2% im Minus oder knapp 1.000 Euro, also schon deutlich reduziert die Kursverluste. Alles andere ist soweit hier im grünen Bereich. Church & White war ja der Verlierer oder einer der Verlierer des Monats, hat aber jetzt trotzdem seit dem Kauf um 35% zugelegt und ich glaube, ich habe die noch kein Jahr im Depot. Also wirklich ordentliche Entwicklung. Und Unilever hat ja auch verloren gehabt. Habe ich aber auch schon länger, habe ich immer auch ohne Aktienfinder mal geschafft, eine gescheite Aktie mehr ins Depot zu legen. Das trifft auf Unilever zu. 170% Kursgewinn und eine persönliche Dividendenrendite, das ist hier von 7,9%, ist es die persönliche Dividendenrendite? Mal kurz angucken. Ja, genau. Von 7,9% ist natürlich schon ordentlich. Und so machen Aktien Spaß. Daneben noch Microsoft, meine 300 Stück. Und 3M, die ebenfalls aus Voraktienfinderzeiten kommen.
die ich schon so lange im Depot habe, dass die steuerfrei sind, die Kursgewinne. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt auch den ganzen Kursverlust, also die Aktie ist ja zurückgekommen, ganz heftig, obwohl mir es eigentlich bewusst gewesen ist, dass sie historisch gesehen überbewertet sind. Tja, hätte ich gewusst, dass es so weit runter geht, hätte ich sie vielleicht doch verkauft, aber jetzt behalte ich sie ganz einfach. Und wenn man sich für die einzelnen Optionen interessiert, dann kann man ja hier reinschauen. Da habe ich ja meine Optionen aufgeführt. Dauert ab und zu ein bisschen, bis die geladen werden. Hier sind sie. Und auch da sehen wir nochmal hier Starbucks, die Option, die mir quasi ja, die Aktien dann weggecallt hat, die 200 Stück. Und hier nochmal mit Gewinnverlust, was ich mir dabei gedacht habe und so weiter. Also alles doch, wie ich finde, recht transparent, hoffe ich jedenfalls. Und das ist jetzt die einzige Option, die ich momentan wirklich hier offen habe. Wenigstens im öffentlichen Bereich. Und bei Alibaba, da habe ich, was das Timing angeht, überhaupt kein glückliches Händchen. Kaum hatte ich die veroptioniert, hat man sich dann im Handelsstreit etwas geeinigt, sodass dann Alibaba nochmal oben gesprungen ist. Aber ich würde dann, wenn sie mir weggeholt werden, würde ich sie zum gleichen Preis wieder verkaufen, wie zum Preis, zu dem ich sie gekauft habe, sprich 580 US-Dollar. Und was dann am Ende aller Tage übrig bliebe, das wären dann eben die Optionsprämien, einmal 860 Euro und einmal 580 Euro, also 1500 Euro knapp, immerhin. Wäre ja besser als nichts. Es ist teilweise schon faszinierend, wie man daneben liegen kann oder was für ein schlechtes Timing man haben kann, wie bei Alibaba, aber trotzdem bleibt dann immer noch was über. Ist halt die wunderbare Welt der Optionen. Gut. Das wäre der Überblick gewesen zu meinem Cashflow-Depot. Also da tut sich jetzt eigentlich nicht so viel. Ich warte, bis mal vielleicht wir wieder hier unruhigere Zeiten sehen. Dann würden wieder die Optionsverkäufe ansteigen und ich würde auch in die eine oder andere Aktie dann wahrscheinlich direkt investieren. In den nächsten Tagen dann wieder, morgen, aber spätestens übermorgen, das Starter-Depot, zu dem ich jetzt hier auch schon ein paar Inhalte habe. Hier habe ich auch extra mal die Ausführungspreise reingemacht, zu denen die Sparpläne ausgeführt worden sind. Und hier haben wir dann auch schon den ersten Bestand. Aber ja, dazu dann im kommenden Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch läuft es gut, mit oder ohne Starter-Depot. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.